109. Ach, Sie haben nichts zu verbergen? Aha, interessant. Wirklich? Nichts? Und was schauen Sie sich im Internet so an und mit wem telefonieren Sie zwischendurch? Denken Sie doch nochmal ganz scharf nach. Vorratsdatenspeicherung nennt sich das. Und das europaweit. Eine 500 Milliarden Verdächtige. Wir haben eine Bedrohung durch diese neue Form von Sicherheit. Die neuere Version. Stasi 2.0 observiert 80 Millionen. Um die Privatsphäre betrogen sind alle Menschen, die hier wohnen. Dass ihr jetzt eure Nase in unser aller Leben steckt, überschreitet Kompetenzen und dient einem ganz anderen. Die innere Sicherheit ist euer Vorwand. Ihr speichert alle meine Daten auf Vorrat. Und wenn ich mich dagegen wehre, meine gleich, dass ich was vorhabe. Wen rufe ich an? Wo und wann? Wieso und wie lang? Was geht's euch an? Ich teile meine geheimen Gedanken nicht mit jedermann. Ich hab kein Bock auf Überwachungsstaat und ich schuld euch keine Rechenschaft. Erklär mir, dass ihr euch an einem Menschenrecht zu schaffen macht, das ihr mit unterschrieben habt. Wir sind nicht meinungslos, willenlos, gedankenlos. Ihr habt nicht damit gerechnet, jetzt sind wir am Zug. Lasst mich eure Hände sehen, wenn wir auf einer Seite stehen. Lasst mich eure Hände sehen, wenn wir den Weg zusammen gehen. Den Weg zusammen gehen, ja, den Weg zusammen gehen. Er liegt im Datenrausch und Deutschland hält den Finger drauf. Ihre Scan, Augen auf, ein Pass, ein Bild, ein Lebenslauf. Hab ich beiden Chip im Bauch, ein Pass, euch zu knechten, euch alle zu finden, ins Glashaus zu treiben und ewig zu binden. Ihr wollt einen Mensch aus Glas, den ich zu hinterfragen wagt, zu allem Ja und Arm sagt. Willst du das? Vaterstaat, nicht hören, nicht sehen, nicht denken, nur dümpel im eigenen Sud. Du kannst ja eh nichts ändern, also wieso Zeit verschwenden? Ich glaub, ich werd nicht mehr. Der Typ hat Schäubleklappen auf, damit eingeschränkt. Schränkt es sich, sieht die Welt ganz anders aus. Wir sind nicht meinungslos, willenlos, gedankenlos. Ihr habt nicht damit gerechnet, jetzt sind wir am Zug. Lasst mich eure Hände sehen, wenn wir auf einer Seite stehen. Lasst mich eure Hände sehen, wenn wir den Weg zusammen gehen. Den Weg zusammen gehen, ja, den Weg zusammen gehen. Die U-Bahn hat Augen und trotzdem ist sie zugecheckt. Ihr könnt es nicht verhindern, dicke Burner, die daran erinnern. Jeder soll sich wohlfühlen in deiner Gegenwart. Panik macht Paranoia, sorgt dafür, dass ihr da nichts dagegen habt. Dass sie auf euch ein Auge hat, Tag und Nacht. Ihr verlagert nur den Brennpunkt, ohne zu verstehen. Die Kamera zeigt nicht, wie die Probleme entstehen, die sich am Ende ergeben. Ihr könnt die Ursachen nicht sehen. Ihr investiert in Sicherheit am falschen Ort zur falschen Zeit. Wenn ihr wirklich was verändern wollt, dann investiert in Perspektiven. Meine Kids, die nur die Straße lieben, endlich wieder Zukunft kriegen. Im Gegensatz zu euch sind wir am Boden geblieben. Wir sind nicht meinungslos, willenlos, gedankenlos. Ihr habt nicht damit gerechnet, jetzt sind wir am Zug. Lasst mich eure Hände sehen, wenn wir auf einer Seite stehen. Lasst mich eure Hände sehen, wenn wir den Weg zusammen gehen. Den Weg zusammen gehen, ja, den Weg zusammen gehen. Wir sind keine Fähnen im Wind, auch wenn ich mal im Strom schwimmen. Bleiben unsere Augen klar, wo andere längst erblinden. Ich sag, genug ist genug, ihr produziert diese Wut, dass ich an alledem nichts ändern kann. Treibt mich noch zur Weißglut, ihr kriegt mich nicht klein, keiner von euch bringt mich zum Schweigen. Ihr ignoriert alle Zeichen, seht uns erst, wenn wir übertreiben. Ich tanze aus der Reihe und ich gebe derm Bock drauf. Ich will die Welt nicht retten, ich spreche nur aus, was viele denken. Auf ein Statement der Regierung könnt ihr noch lange warten, weil Taube nicht hören können, obwohl sie Ohren haben. Weil Taube nicht hören können, obwohl sie Ohren haben. Keine Angst, wir wollen nur Freiheit. Keine Angst, wir wollen nur Freiheit. Keine Angst, wir wollen.